Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Und heute gehen Grüße an Pferdelove, Hashtag Faye, an die Lara M, an die Mala, die Jasmin, die Franziska, die Veronika und die Eileen. Und wenn ihr gegrüßt werden wollt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare rein und ihr kommt auf die Liste. Genauso wie wenn ihr besucht werden wollt, dann schreibt es bitte auch in die Kommentare mit eurem Ingame-Namen und der Levelangabe. Und es kam heute ein Update raus, ein überraschendes Update eigentlich und sehr viel Positives, muss ich sagen. Unter anderem trifft sich das sehr gut, weil ich gefragt wurde oder weil in den Kommentaren gefragt wurde, wie das funktioniert mit den Sternzeichenzüchten. Also es war die ganze Zeit so, dass das Sternzeichen, das aktuell war, also hier in unserem Leben quasi, dass das zu züchten war und dass man das halt hier oben nachgucken konnte, dass die Einser konnten gezüchtet werden mit den Dreiern, die dann aktuell waren. Und hier die Zweier, die konnte man auch mitzüchten zwischendurch. Und die hier wurden immer freigeschalten. Und das war vor kurzem, konnte man die Einser züchten. Also ich guck mal kurz hier zu den Einsern rein. Und wenn man jetzt guckt, also mir fehlt zum Beispiel der Skorpion, den hätte ich jetzt züchten können. Und dann steht hier, du kannst Konstellationspferde 1 tauschen, indem du besondere Aufgaben erfüllst. Im Moment geht es leider nicht. Also die besonderen Aufgaben sind hier oben dieses Klemmbrett. Das sind die besonderen Aufgaben. Wenn man hier draufklickt, dann erscheint das hier. Das sind die Aufgaben, die man erfüllen muss. Für die bekommt man diese Punkte hier. Können wir auch direkt schon mal anfordern. Und dann kann man hier oben die Punkte tauschen. Wenn man da draufklickt, dann geht hier nochmal ein Extrafenster auf. Allerdings ist bei mir und ich denke mal bei jedem anderen auch aktuell das exklusive Shetland-Pony da zum Tauschen. Das habe ich ja schon und deswegen habe ich es nicht eintauschen brauchen und kann fleißig weiter diese Münzen oder Marken sammeln. Und ja, also aktuell geht es da nicht, aber vor kurzem waren die Stufe 1er Sternzeichen zu züchten. Da sind die dann hier in dem Horsepedia drin zu sehen, mit wem ihr was züchten müsst. Und im Moment, das gilt jetzt quasi für 43 Tage und noch 12 Stunden, wenn ihr hier draufklickt, könnt ihr ja hier den Stammbau machen. Wir mussten das früher auch mit dem Stammbau machen, mit dem Enthüllen. Und ich könnte jetzt quasi für 7 Tage enthüllen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist. Ich hatte die ja schon alle enthüllt. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr hier Fragen beantworten müsst oder was ihr hier genau machen müsst. Ich könnte es jetzt hier enthüllen. Ich weiß nicht, ob das mich irgendwas kostet oder nicht. Und wenn man hier alle 12 Stück sammelt, so wie ich das schon getan habe, dann kann man sich dieses Pferd hier anfordern. Das werde ich dann auch noch tun, aber erst, wenn ich einen Platz frei habe und es auf der Fantasieinsel. Also jetzt im Moment werde ich es noch nicht anfordern. Also das ist toll. Ihr könnt hier quasi die 12 Zweier-Sternzeichen euch erarbeiten und dann bekommt ihr dieses Pferd obendrauf geschenkt, auch wenn ihr die Rezeptur dafür noch nicht freischalten konntet. Und hier könnt ihr quasi weiter gucken, was es noch so alles von den anderen Sternzeichen gibt. Also alle 12 könnt ihr hier durchschauen und dann könnte man das quasi wieder enthüllen. Und es war damals bei den Zweiern so, ihr müsst das enthüllt haben, um züchten zu können. Wenn in Facebook jemand gepostet hat, mit was man dieses Pferd züchten könnte, dann hattet ihr das nicht züchten, also konntet ihr das halt nicht züchten, weil ihr das nicht enthüllt hattet. Also ihr müsst es enthüllen, sonst funktioniert es nicht. Dann könnt ihr das Pferd nicht züchten. Also es reicht jetzt nicht, wenn ich das jetzt enthüllen würde und würde euch zeigen, ja, ihr braucht das und das, sondern ihr müsst das selber quasi gemacht haben. Jeweils hier dieses Schloss für bis zum nächsten und dann könnt ihr erst züchten. Und so könnt ihr euch hier durchklicken, wen ihr haben wollt und den enthüllt ihr. Ich könnte es jetzt für 7 Tage enthüllen. Wie gesagt, ich habe das alles schon gemacht und wie das jetzt bei euch aussieht, ich musste, glaube ich, damals Fragen beantworten. Ja, bei den Dreiern weiß man noch nicht so genau, was da jetzt wirklich passieren wird. Die Dreier, die sind aktuell nicht zu züchten, wenn man hier draufklickt. Ja, steht hier, aktiviere die Rezeptur, aber das gibt es ja aktuell nicht mehr. Also die Dreier könnt ihr aktuell nicht züchten, die Einser auch nicht, weil die schon vorbei sind. Aber die Events kommen immer wieder, dass man die züchten kann. Aktuell ist es halt mit den Konstellationen 2. Da könnt ihr quasi euch jetzt austoben und habt 43 Tage und 12 Stunden Zeit, um das hinzubekommen.
Ich wünsche euch natürlich dabei viel Glück und hoffe, dass ihr so viele Sternzeichen wie möglich ergattert, beziehungsweise die, die noch nicht alle haben, dass die sich dann die noch sichern können, die ihnen noch fehlen. Und wir machen hier heute weiter mit der amerikanischen Warmblutzucht. Ja, die hat immer noch nicht geklappt und ich habe auch keine Ahnung, warum. So, jetzt müssen wir mal gucken hier, das hier und ja, wir werden züchten. Wir werden züchten, wir werden jetzt noch einmal kurz füttern und dann werden wir züchten mit unserem neuen Stütchen. Ich hoffe, dass es dann vielleicht eher mal klappt. Es ist wirklich tragisch, dass es einfach nicht klappen will. Und ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe schon so oft gezüchtet und irgendwie wird es nichts. Und wir sehen hier im Stall schon, dass es hier neben wieder 50% Nachlass gibt. Oh, wir haben keinen Kirschkuchen mehr. Oh mein Gott, wie konnte das passieren? Okay, gut. Naja, wir haben keinen Kirschkuchen mehr. Das heißt, wir werden wieder herstellen müssen. Aber wir haben auch nicht mehr viele Kirschen. Das ist natürlich nicht gut. Okay, Akumi ist, glaube ich, schon Level 10. Die könnte ich dann beim nächsten Mal verkaufen, wenn ich wieder Platz brauche. Dann nehmen wir unseren VK hier und dann nehmen wir... Welcher bist denn du? Du bist, glaube ich, der Level 5er. Dann nehmen wir dich und dann gucken wir mal, ob da irgendwas klappt. Wir haben leider keine Gratis-Verbesserung mehr hier von Prozenten und ja, wir probieren es halt mit 11. Was bleibt uns anderes übrig, ne? Gestern war es wirklich ganz, ganz knapp, aber irgendwie, ja, es geht immer drüber oder kurz davor bleibt es stehen. Es ist einfach zum Heulen und ich habe echt keine Ahnung, warum es nicht klappen mag. Es ist... Ich will doch nur dieses Pferd. Oh, Mensch. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll, dass es funktioniert. Es ist echt der Wurm drin. Aber wir werden es weiter versuchen, auch wenn es jetzt wieder nicht geklappt hat. Die hier schicken wir zum Training und dann könnten wir eigentlich gleich hier die beiden auch noch mitschicken, weil die sind ja auch noch nicht fertig. Und du darfst auch noch mit. Und dann können wir uns mal in Frankreich, jetzt holen wir aber erst noch das hier ab, in Frankreich mal angucken, was es denn so alles günstiger gibt. Ich habe nämlich schon ein bisschen vorher nachgeguckt, was es so alles gibt. Und da ist mir leider aufgefallen, dass man das Zubehör fürs Percheron leider nicht kaufen kann. Günstiger, meine ich jetzt. So, da hat das Telefon geklingelt gehabt und ich musste da unbedingt dran. Ich habe nämlich einen Anruf, einen wichtigen erwartet und jetzt können wir uns aber hier wieder allem widmen, was hier Neues da ist. Und wir werden jetzt als erstes mal gucken, wegen der Ausrüstung fürs Percheron, habe ich ja eben schon gesagt, das ist leider nicht günstiger. Und ich hatte mich schon gefreut, ja, ich habe es noch nicht gekauft und kann es günstiger haben. Und dann war, nein, das kostet noch genauso viel. Aber die anderen Sachen sind alle günstiger. Ja, hier sieht man noch nicht viel, weil ich habe das ganze Zubehörzeug schon und hier sieht man es dann. Es kostet nur noch die Hälfte und ihr könnt euch da wirklich eindecken. Ich finde ja das hier auch total schick. Das passt super zur Mähne und allem, ne? Ich glaube, ich werde mir die Decke holen. Ich muss sowieso 500 Diamanten ausgeben und ich finde das echt schick. Also das gefällt mir super zu dem hier dazu. Und ich glaube, das werde ich mir jetzt mal gönnen. Beziehungsweise ihr gönnen. Und dann gucken wir gleich mal beim Hengst rein. Dann werden wir uns da nämlich das Geschirr holen. Und das Zaumzeug. So. Das sieht nämlich auch sehr schön aus. Ich möchte es auch für ja, die Stufe 2er oder 3er dann haben. Das hier gehört zum Krebs, glaube ich, ne? Müsste es sein. Und wir können sie mal aufziehen. Das gehört zum Krebs und den habe ich ja auch, aber ich habe mir das damals nicht gekauft, weil es irgendwie komisch aussah, die Gesichtsbedeckung. So, hier holen wir uns aber uns das Zaumzeug und das Geschirr ist, glaube ich, ganz unten. Und dann sind wir, müssen wir mal gucken, wie viele das ich noch brauche. So, das sieht echt toll aus, das Geschirr. Gefällt mir gut. Nur, dass hier das Haar so durchbackt, okay. Hm. Schade, schade, aber es ist halt so. Dann brauchen wir jetzt noch 120. Dann holen wir jetzt erstmal das hier. Ach, schick. Ganz, ganz schick sieht es aus. Also das Pferd gefällt mir super und das Zubehör gefällt mir. Also sehr schön.
gefällt mir. Ja, das hier ist eigentlich unser VK-Pferd, aber ich habe es jetzt mal für ihn hier gekauft. Mal gucken, was wir denn jetzt so als nächstes rauskriegen, weil die Augenfarbe ist noch nicht das, was ich gern haben möchte. Und du warst ein Stütchen oder ein Hengst? Du warst ein Stütchen, glaube ich, ja. Jetzt habe ich natürlich das Problem, wohin damit? Wohin? Ich glaube, wir müssen erst auf die Fantasieinsel und dort ein Pferdchen wegschaffen in die Oase, damit mir das Rotkäppchenpferd hier rüberbringen können. So, machen wir erstmal hier. Und ja, wen werde ich jetzt hier reinstellen? Ist schwierig. Wahrscheinlich hier das Pärchen. Und das werden wir dann da drin weiter leveln. Und hier ist eine böse Fliege. Die setzt sich immer auf meine Hände oder fliegt mir ins Gesicht. Gut, dass ihr denn sehen könnt, wie ich hier rumwedel. So, Karthago kommt hier rein. Ich möchte unbedingt einen mit dunkelblauen Augen. Ich hoffe, dass mal einer dabei ist. Und jetzt müssen wir erstmal hier... Geh weg hier, Fliege! Jemanden aus Frankreich herbringen. Und ja, da wird Lucinda rüberkommen. Und dann machen wir hier mal sauber. Und naja, wenn wir jetzt schon hier sind, können wir uns gleich eigentlich hier um unser Spinellpferd kümmern. Hier ist noch Zeugs dahinter. So. Und wir werden es großziehen. Oh, es ist so schön. Ich habe es Violetta genannt. Das ist echt toll. Das gefällt mir so gut. So, rein damit. Und jetzt dürfte es eigentlich reichen, damit es groß wird. Oh, es ist so schön. Gefällt mir so gut. Ja, reicht auf jeden Fall. Auch die dunklen Augen, muss ich sagen, sehen toll aus, weil das Pferd an sich dunkel ist. Oh mein Gott, es ist echt toll. Auch wenn es so bunt ist, aber ich finde es toll. Oh, die gucken wir uns jetzt nochmal hier an. Oh Gott, guckt sie euch an. Oh, die hat hier so Blumen an den Flügeln. Oh Gott. Ja. Die Augenfarbe ist wie das Fell. Es ist toll. Es sieht schick aus. Und ich finde, so ein Pferd braucht absolut keine Deko. Es wäre echt eine Schande, dem schönen Pferd hier Deko anzuhängen. Und wir haben zwar noch Kirschen, aber ich muss die Kirschen aufheben, um den Kirschkuchen zu machen. Und wir müssten jetzt eigentlich züchten gehen. Wo habe ich denn gezüchtet mit dem Pferd? Wenn ich das jetzt noch wüsste, dann wäre das nicht schlecht, ne? Nein, das doch, das war richtig. Das war richtig. Exklusives. Nein, das war ein Fantasiepferd. Oh, wir können hier zurück. Seit wann können wir hier zurück? Ist aber bloß bei den exklusiven Pferden. Nee, ist hier auch. Oh, wir können wieder zurück. Oder konnten wir das hier schon immer? Nee, wir können es bloß oben am Buch nicht. Genau, am Buch ist es nicht. Diese Fliege, ne? Es ist Wahnsinn. So, ich glaube, das war. Bei der Maus Lucy. Vielleicht hört er die hier auch rum, diese blöde Fliege. Ich glaube, ich muss jetzt dann gleich auf die Jagd gehen und das Ding hier eliminieren. War das nicht bei Maus Lucy oder Lucia oder... Hier ist sie. Halt, ich muss ja hier unten drauf. Ja, es war bei ihr. Ich wusste doch. Und zum Glück hat sie es noch draußen stehen. Ich bin gespannt, was da jetzt rauskommt dabei. Stufe 3, Peter. Wir züchten. Sie habe ich jetzt Pearl genannt. Aber wir züchten natürlich mit Violetta. Oh Gott. 119.600. Ich fall ja um. Na, hoffentlich kommt jetzt dann das richtige Geschlecht raus und es wird ein Hengst. Oh. Und? Es wird ein Hengst. Oh mein Gott. Ach, juhu. Komm, wir werden gleich hier die Zeit verkürzen. 11 Stunden. Ach Gott, schön. Dann können wir jetzt zu Hause weiter züchten und es wird etwas günstiger. Aber nur etwas. So, und noch einmal hier. Und anfordern. Dann kriegen wir hier auch nochmal alle an. Ach toll, wunderbar. Kann ich ihr gleich in Facebook schreiben, dass es geklappt hat und ich jetzt Hengst und Stute habe und sie wieder, oder ihn wieder quasi... zum Training schicken kann oder in die Oase stellen, wo auch immer, dass es hinhaben möchte. Ach, das ist ja super. Das ist, ach ja, genau so wollte ich das haben. So, dann können wir jetzt Pearl hier
zack, zum Training schicken, zusammen mit unserem Ariel-Pferd, also Meerjungfrauen-Pferd eigentlich. Und dann würde ich sagen, können wir auch schon wieder zurück jumpen nach Frankreich, weil jetzt haben wir ja den Platz frei. Und können hier das nächste Pärcheron rausholen, die Lady. Ach, Lady, du wirst leider eine VK werden, außer du hast hübschere Augen. Und dann gucken wir uns die gleich mal an. Füttern werde ich sie nicht, aber wir gucken uns mal an. Oh, die Augenfarbe. Ich glaube, ich muss sie doch füttern, um das genau... Nein, wir sehen das dann, wenn die erwachsen ist. Die Augenfarbe sieht schon schick aus. Also das könnte sein, dass wir sie behalten. So. Na? Und dann werden wir jetzt hier den Zuchtversuch starten. Mit VK und mit Jasmine. Oh, 16%. Ja, okay, gut. Wir müssen es einfach probieren, ne? Also, ich könnte es zwar auch mit einem Stufe 3er probieren, aber wenn wir jetzt schon Hengst und Stute haben, probiere ich es einfach, weil es bei mir meistens sowieso auch mit den anderen nichts wird. Genauso wie hier leider wieder nichts. Aber wir haben den Hengst von dem Spinellpferd. Das ist auch schon mal viel wert. Und es wird ein Hengstchen. Vielleicht hat er ja die richtige Augenfarbe, die ich gerne haben möchte. Und dann gucken wir mal hier. Du kannst schon wieder trainieren. Bis wann bist denn du fertig, Mensch? Es dauert ja ewig. Ha! Er wird jetzt dann fertig. Also wir müssen ihn dann noch einmal füttern und dann ist er fertig. Sehr schön. Wunderbar. Das gefällt mir. Und dich können wir eigentlich auch gleich mitschicken, weil du bist ja auch noch nicht fertig. Dauert auch noch eine Weile. Die brauchen immer so lange, bis sie jetzt dann fertig sind. Und ja, die Stufe 4 Pferde sind leider noch nicht erhältlich. Knoten in der Zunge. Schnell rausfummeln. Sind leider noch nicht erhältlich. Das dauert wohl noch, ich glaube, bis am 26. Da kommt ja dann auch das böse Stiefmutterpferd. Und ja, das heißt einfach, wir müssen uns gedulden und abwarten. Dabei können wir ja noch einige von den Steinchen, Smaragden, Saphiren und Rubinen sammeln. Hier sammeln wir aber erstmal unser Geld ein und hier haben wir einmal Münzen gekriegt. Dann kommt das hier wieder zum Einsatz, der Hammer. Und hier habe ich leider wieder nur ein Stufe 2er gezüchtet. Es ist einfach bloß zum Davonlaufen. Und du bist kurz vorm Hergeben und du brauchst noch eine ganze Weile, weil du halt immer in der Zucht bist. Jetzt ist die Frage, wer warst denn du? Warst du er oder warst du sie? Du warst er. Okay, dann füttern wir dich jetzt mal. Und dann würde ich sagen, gucke ich, ob ich die Stute verkaufe. Aber ich glaube, das wird nicht reichen. Hier, das Spazierengehen. Wie waren das jetzt noch gleich? Nee, das reicht auf gar keinen Fall. Und dann ist sie wieder weg und ich möchte ja jetzt eigentlich züchten. Und deswegen werden wir dieses Pferd hier jetzt einfach verkaufen. Ciao, goodbye. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal mit der Zucht an. Und ich werde jetzt aber hier die Stute aus der Oase nehmen, damit die andere nochmal zum Training kann. Wo ist sie denn? Hier. Einmal Lara und einmal den VK-Hengst. So. 69.000 und auch hier nur 12%. Also ich weiß ja nicht, wie oft ich züchten muss, dass ich die 12% mal kriege. Wahrscheinlich 150 Millionen Mal, das wird doch wieder nichts. Das gibt's doch gar nicht. Warum wird denn das nichts? Also ich glaube, so viel Pech kann doch kein Mensch auf der Welt haben beim Züchten. Oh, und schon wieder nur in Stufe 2. Ja. Und schon wieder ein Hengst. Ich finde es nicht okay. Ich bin deprimiert, niedergeschlagen. Nein, Quatsch, aber es ist bescheuert. Warum geht das nicht? Ich mag das nicht. Soll funktionieren. Und hier haben wir Kirschen. Und hier müssen wir jetzt den Kirschkuchen hier... ich habe nur noch eine Fabrik frei. Das ist aber nicht gut. Ja, okay, der dauert nicht so lange. Nur 1,30. Aber trotzdem, ne? Ach, Menschenskinder.
Ja, dann muss ich den jetzt auf jeden Fall herstellen. Das geht nicht anders. Und dann probieren wir es heute nochmal in Großbritannien. Es ist ja auch hier eine endlose Odyssee mit. Oh, wir sind. Oh, ich. Genau, stimmt. Ich hatte ja. Gestern Abend habe ich noch probiert zu züchten und es hat leider nichts gebracht. Ich habe wieder nur in Stufe 2er rausbekommen. Wir können es uns gerne nochmal angucken hier. Das dauert aber noch eine ganze Weile. 12 Stunden und 15 Minuten und 61 Diamanten gebe ich dafür nicht aus. Das heißt aber auch so viel wie wir werden jetzt noch zwei besuchen. Und wie gesagt, wenn ihr besucht werden wollt, dann schreibt es bitte mit eurem Ingame-Namen und eurer Levelangabe, ups, in die Kommentare und dann werdet ihr besucht werden. Dann hole ich mal schnell meine schlauen Zettel hierher und da steht drauf, dass als nächstes die Mona in Level 27 dran ist. So, da müssen wir aber erstmal ganz weit nach unten. Ich weiß gar nicht, ob die Mona jetzt in meinem Club ist oder nicht, deswegen mache ich das jetzt hier drüber. Und deswegen besuchen wir jetzt heute zwei Stück wieder. Weil wir noch etwas Zeit haben dafür. Gut, Level 41, 27. Darf ich nun vergessen, rechtzeitig anzuhalten? Da wird es nämlich schon da. Ja, okay, hier müssen wir jetzt langsam machen. Hier müssen wir jetzt langsam machen. Und da. Gott, so viele in Level 29. 28 auch relativ viele. Ich hoffe, die ist nur, wenn die aufgestiegen ist, muss ich sie nochmal suchen gehen. Also 27, die Mona. Gott, diese Fliege! Das ist ja schrecklich. Geh weg. Hier ist die Mona. Schauen wir mal, wie sich die Mona eingerichtet hat. Hier haben wir einen Krebs 3, Stufe 1. Hier ist der Stufe 2 und sie hat schon den Stufe 3er. Nein! Oh, ich will auch haben. Ach Mann. Und es klappt einfach nicht. Das ist doch unfair. Oh, hier hat sie gleich eine Chill-Oase für, Oase. Oase? Eine Chill-Oase für die Arbeiter in der Fabrik. Oh mein Gott. Dann hat sie hier die Oase für die Pferde. Und alles schon aufgewertet. Da hinten musst du noch ein bisschen abholzen, aber das ist ja teuer, wie wir wissen. Und das Geld geht hier schneller flöten, wie man Wups sagen kann. Dann gehen wir mal bei ihr nach Frankreich. Oh, sie hat auch einen Mustang. Schick, schick. Oh, und eine Lyana. Nee, Hackney 1. Hackney Stufe 1 ist das. Die sehen sich so ähnlich, ne? Die sehen sich so ähnlich. Das ist echt krass, Westfale und Hackney. Das sieht aber aus wie sie, ne? Müsste man mal direkt nebeneinander stellen, dass man sieht, wie der Unterschied ist. Dass es eigentlich gar keinen gibt. Oh, ich muss jetzt gleich hier auf die Jagd gehen. Das gehen wir gar nicht. Ein Stufe 3er Lava-Einhorn. Loki. Mit einem Sonnenstreicher. Schick, schick. Diese. Oh, ich krieg jetzt echt gleich hier. Ich muss kurz auf die Jagd gehen. Jetzt ist die Fliege natürlich wieder abgehauen, als ich mit der Fliegenklatsche kam. Ich hoffe, die kommt jetzt nicht wieder zurück. Ich habe sie hier hingelegt. Ich bin bewaffnet und ich werde sie benutzen. So, zurück zur Mona. Also, wir sind hier in Deutschland. Leider kann ich nicht helfen. Und hier hinten sind die Minen schon aktiviert, aber es fehlen noch drei Ställe. Aber in Level 27 ist es ja ganz normal. Man braucht halt einfach ein bisschen Zeit, um auch wieder sich Geld zu erarbeiten. Und die Level natürlich braucht man. Das Biest. Oh. Baby. Das Biest Stufe 2. Oh, ist das ein Biest Stufe 3? Ein Biest Stufe 3. Und ich habe es noch nicht mal angefangen zu züchten, weil ich keinen Platz im Zuchtstall habe. Und hier sind Isabella Stufe 3. Ah, oh, Illuminati. Ist auch ein hübscher Name. Interessant. Die Schöne und Viking. Aha. Schick, schick. Oh, ich will auch das Biest.
muss ich mal gucken, wann ich das anfangen kann. Natürlich erst, wenn die anderen endlich, endlich, endlich abgeschlossen sind. Ja, hier ist noch nicht viel passiert. Ich glaube, das schaltet man erst irgendwann Mitte 20 frei. Oder Level 27, 26, sowas in den Dreh sogar erst. Und ja, ich würde sagen, für Level 27 ganz ordentlich, was er sich hier schon aufgebaut hat. Dann können wir als nächstes zur Luisa hüpfen. Ich weiß nicht, ist die Luisa nicht im Club? Wir müssen mal gucken. Ist es hier mein Club? Ja, mein Club ist es, da ist die Mona drin. Und dann gucken wir jetzt, ob die Luisa hier drin ist in Level 50. Ja, hier ist sie. Oh, müssen wir gar nicht suchen. Wunderbar. Dann besuchen wir nämlich jetzt noch die Luisa, damit ich wieder mal Besuche gemacht habe. Bei der Luisa stehen einige Pferde rum. Stufe 4 würde ich sagen. Hier ist noch eins, hier ist noch eins, hier ist noch eins. Und du bist morgen, oder? Stufe 3 oder so? Nee, ein Haflinger Stufe 3. Ein Stütchen. Ja, ich habe auch ein Stütchen, sonst hätte ich mit dem züchten können. Aber ich habe ja sowieso keinen Platz. Warum rede ich vom Züchten? Ah, hier ist das Oktoberfestzelt. Guckt euch das an. Das sieht ja riesig aus, ne? Ich bin gespannt. Berichte mal, ob man da irgendwie sowas machen kann. Sich Besonderheiten kaufen und so weiter. Und hier ist ein Blumenfeld um die Fabriken drumherum. Hier oben sind die ganzen Gewächshäuser. Und ein Pferd ist auf der Weide. Die Oase in der Mitte. Ziemlich viel Deko, würde ich sagen. Aber mit 50 Leveln spielt man das ja schon eine Weile. Dann sind wir hier in Frogcrush. Was bist denn du für eins? Ah, Hannoveraner Stufe 3. Aha. Und hier sind die Bienenfelder und die Apfelbäume. Wir können leider nicht helfen. Und hier hat sie so ein bisschen Deko drumherum aufgebaut um das Markthäuschen. Da hinten ist die Oase. Mhm. Schick, schick. Ist es eigentlich der Stufe 3er? Ja. Stufe 3er. Stimmt, wir waren schon mal hier. Ich erinnere mich. Die sehen sich so ähnlich, Stufe 1 und Stufe 3, finde ich. Ich bin auf Stufe 2 sehr gespannt, weil ich mag ja die schwarzen Pferde oder ganz dunklen Pferde, auch wenn sie nicht ganz schwarz sind. Oh, hi. Oh mein Gott. Achilles. Feen, Pferd, Spinell, Feen, Pferd, Stufe 3. Naja, kriegen wir auch irgendwann hin. Genauso wie das andere, was wir schon ewig drauf warten. Herzlichen Glückwunsch dazu auf jeden Fall. Also ich freue mich immer, wenn ich bei euch sehe, dass ihr die Erfolge habt, die ich noch nicht habe. Aber wenigstens klappt es bei überhaupt jemandem. Und ja, hier ist auch viel Deko. Und ich würde sagen, fleißig, fleißig. Ich habe noch nicht überall dekoriert. Leider. Aber es ist nun mal so. Dann gucken wir mal, was auf der Fantasieinsel so ist. Vielleicht finden wir ja auch noch irgendwo... Ah, das Biest wollte ich gerade sagen. Hier ist es ja schon. Stufe 3, das Biest. Oh, er ist doch schick. Und mit dieser blauen Augenfarbe. Ich habe ja eine Schwäche für blaue Augen. Wobei ich eigentlich alle Augen mag. Aber da mein Mann blaue Augen hat, habe ich da absolut eine Schwäche dafür. Oh, ja, dekorieren auf der Fantasieinsel. Ja, irgendwann vielleicht so in 100 Jahren. Das sieht ja cool aus hier mit dem Zaun außenrum um die Blumen. Das gefällt mir. Finde ich hübsch. Auch das hier ist sehr, sehr hübsch gemacht. Ja. Viele, viele Pferde, würde ich sagen. Alle Stufe 3. Schön. Sehr, sehr erfolgreich. Und bei dir klappt es anscheinend mit dem Züchten. Das freut mich. Und hier, wen haben wir hier als... Oh ja, der Olotraber ist einfach ein Träumchen. Und hier sind die Gewächshäuser. Hier sind viele, viele Rosensachen. Und ich habe mir auch schon überlegt, ob ich nicht zwischendurch mal so ein Gewächshaus überall hinsetze. Weil das schöner ist, wenn alles auf einem Ding steht. Aber oh, die Zeit, Mädels, die Zeit. Das ist so eine Sache. Und Jungs natürlich. Und Männer und Frauen und einfach alle, die mir zuschauen. Ach Gott, ja. So, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz nach Hause. Und werden uns die Post noch angucken. Und dann gucken wir noch kurz in den Club rein. Weil da habe ich auch schon wieder ein bisschen Platz gemacht. Das Dorf wurde besucht. Dann wurde gezüchtet und ich hoffe natürlich, es hat geklappt.
Ich wurde überholt in Russland. Ja, da muss ich auch noch weitermachen. Und dann habe ich einen neuen Freund, noch einen neuen Freund und ich war Stallbursche. Die Wärmung brauchen wir nicht. Und, oh, okay, wir haben eine Entschädigung bekommen und zwar 10 Diamanten. Die nehme ich natürlich sehr, sehr gerne. Die Pferde wurden gestreichelt und wir haben neue Post im Club-Postfach. Schauen wir mal. So, jetzt. Ah, was haben wir denn hier? So, alles drin. So, Unknown und Choquette Tigro Artichaut. Tut mir leid, wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe, aber das hört sich für mich französisch an und ich kann diese Sprache leider nicht. Gut, wir sind Freunde, das heißt, ihr zwei werdet leider wieder gehen. Und wir haben hier jetzt wieder Plätze frei, 2 Stück. Zum Dazukommen und ja, Werbung ist noch geschaltet, glaube ich, ne, die müsste hier sein. Die ist noch geschaltet, jawohl, für 22 Stunden. Und ja, bitte, wenn ihr in den Club gekommen seid und ich euch geedit habe und wir uns sehen, dann geht bitte wieder raus. Ich kann nämlich pro Tag nur 3 Stück rausschmeißen und ich finde, es ist nur fair den anderen gegenüber, dass die auch die Chance haben, in den Club zu kommen, mich zu edden und dass ich sie auf der Freundesliste habe und besuchen kann und auch mit ihren Pferden züchten kann. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und vielen, vielen Dank für die lieben Kommentare, die ihr immer da lasst, für die ganzen Likes und für eure Abos. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!